Zombie-Con, habe ich das Gefühl, wenn ich Leute draußen sehe. Zweiter Tag, gestern war es ziemlich lang, die Leute sehen sehr fertig aus. Stellt euch mal ganz kurz vor und sagt, wie es euch heute geht. Mein Name ist Alessa Rix und mir geht's heute irgendwie super. Ich habe ganz entspannt geschlafen, gefrühstückt. Von daher, ja, gebe ich mal an euch weiter eigentlich. Mein Name ist Sandra oder Raven 2012 SN. Und ja, ich bin etwas fertig, weil ich habe noch ein bisschen 5 mitgemacht. Ja. Auch ein bisschen mehr getrunken als sonst. Das ist aber kein Geheimnis und war echt toll. Und ja, heute sind ein paar Leute sehr wenig ausgeschlafen. Gut, ich bin Peter, K-Peter LKA. Ich bin auch etwas müde, habe heute Morgen schon an der Podiumsdiskussion teilgenommen als Diskutant. Dementsprechend auch etwas fertig. Ansonsten aber happy, dass das alles so gut gelaufen ist. Also quasi Podiumsdiskussion unter erschwerten Bedingungen. Ja, aber die Podiumsdiskussion war, wie ich sie finde, super geil. Tolle Leute, mit denen ich da diskutiert habe. Wir haben das rübergebracht, was wir rüberbringen wollten. War absolut klasse. Schön. Und mit euch rede ich, weil ihr seid die drei Köpfe hinter der Kegel, Quer und Precon, also die Hauptorganisatoren, sag ich mal. Da sind sehr viele noch mit anderen eingebunden. Du bist gestern Abend hier noch gefeiert worden, habe ich mitbekommen. Das werde ich irgendwo da reinschneiden, weil ich habe es mitgefilmt. Achso, werden wir jetzt auch gerade gefilmt? Ja, ihr werdet auch gerade gefilmt. Dürft ihr jetzt mal winken, die Millionen zu schauen. Möchten wir Alex gerne ein Geschenk geben? Mit persönlichen Sprüchen, wie du uns inspiriert hast bei der Con. Von so ziemlich allen, die ich irgendwie erwischt habe. Ich gebe auch gerne noch mal Stifte rum. Und weil du mir oft gesagt hast, du würdest gern Leute schlagen. Nein, ich habe gesagt, schütteln. Darfst du jetzt gerne ihm eine reinhauen? Maxim! So was Gemeines. Schön, ja. Ich habe die Kameras jetzt hier nicht 10 Minuten aufgebaut, um da stehen zu lassen. Nein. Okay. Ich habe gedacht, das ist von der NSA. Du musst jetzt ganz vorsichtig sein, was wir sagen. Du meinst, die tarnen die Kameras jetzt nicht mehr, weil jeder weiß, dass man sich stellen. Ja, super, ne? Hallo NSA. Genau. Drei unterschiedliche Locations, Stadterlaus mit mehreren Ebenen, wo noch mehrere Räume sind, verteilt hier in Neustadt. Wie lange habt ihr für die Vorbereitung für die Con gebraucht, für die beiden Con gebraucht? Und war es schwierig, jetzt die ganzen Referenten zu bekommen? Ich würde mal nochmal was sagen wollen, und zwar Organisator der Precon war Katrin gewesen. Mhm. Also da habe ich mich dann vollkommen außen vorgenommen. Ich glaube, du hast sie auch nochmal vielleicht mit unterstützt. Oder okay, dann, also der Dank geht auf jeden Fall an Katrin Navarre. Und du Quercon, ich Häkelcon, aber das hat sich so verwischt. Also von daher, wir haben uns gegenseitig dann immer da was abgenommen. Und also es war halt super Einklang auch eigentlich, dass wir da gemeinsam arbeiten konnten. Zu deiner Ursprungsfrage zurück, die ich jetzt schon aktuell habe. 6 Monate. Wir haben vor 6 Monaten angefangen und das ist eigentlich zeitgleich. Ja. Wir hatten die Idee Ende Februar, Anfang März ging es so richtig los. Und dann kam Klaus Panaschieren auf mich zu und meinte hier, Queratenplan da auch was. Genau. Wir hatten Ende Februar die Idee, machen wir mal einen Kongress, um halt auch ein paar Sachen zu klären für uns, mit anderen uns auszutauschen. Und dann tauchte plötzlich Alestrix im Queratenmumble auf. Anfang März und meinte, ja, wir machen da eine Hackathon und können wir das nicht zusammen machen, und ohne lange Diskussion haben wir dann gesagt, ja. Und ich für meinen Teil, ich kann da sicher auch für die anderen Leute sprechen, ich brauche es nicht, die geilste Idee überhaupt gewesen. Nicht nur, weil hier vor Ort eine unglaublich tolle Orga, gerade mit Alestrix und Raven, hatten, sondern auch, weil dieses Vermengen der Thematik, dass der Austausch der Leute, die Queraten haben eben nicht nur in den Queercom-Veranstaltungen gesessen, sondern waren auch in den Inklusionsveranstaltungen. Die Leute, die sich bisher nie für Queer interessiert haben, waren plötzlich in unseren Veranstaltungen. Total toller Austausch, und wenn wieder jede Gruppe nur für sich allein gearbeitet hätte, hätten wir es nicht hingekriegt. Und so haben wir uns alle bereichert. Also auch die Leute, mit denen ich aus Karlsruhe hingekommen bin, die fanden es nur toll. Und ich persönlich auch. Also ich bin nur begeistert.
Und das mit den Referenten war ja auch eine interessante Geschichte, weil ich glaube, wir hatten das gar nicht in diesem großen Rahmen eigentlich geplant gehabt, oder? Nee. Das war halt dann immer so, hier noch ein Schwung und MT hat halt auch immer die Leute angefüttert und meinte, hier, kannst du nicht, ne? Und ich war so, ja, ja. Und irgendwann waren wir halt auch an dem Punkt angekommen, wo halt immer noch Interessenten waren, die sich angeboten haben und wo wir gesagt haben, wir sind jetzt erstmal voll. Und auch wenn man wusste, okay, kurz vorher springen die Leute nochmal ab oder es kommt nochmal was dazwischen, aber wir haben dann auch gesagt, okay, jetzt cut. Ja, jetzt müssen wir den Leuten auch was präsentieren, was Hand und Fuß hat. Und mit den Referenten bekommen, ging schneller als gedacht, weil da wirklich wieder viele Piraten und viele Mainzelmenschen am Arbeiten waren. Das haben wir gar nicht, also ich habe es nicht persönlich da auf jeden zugegangen. Nee, ich auch nicht. Also die Leute haben sich freiwillig gemeldet. Das war schon spannend. Es ist jetzt ein Referent ist bei uns abgesprungen. Ich habe letzten Samstag dann noch ein Angebot gekriegt. Ich könnte da doch einen Vortrag zu Russland halten. Also super toll. Die Leute haben halt viel zu sagen und haben diese Gelegenheit, was zu sagen, auch genutzt. Mhm. Und das sieht man ja auch an der Qualität des Programms. Also mal unabhängig von der unglaublich tollen Qualität der Referenten. Das Programm ist einfach so in sich geschlossen, spiegelt alle Aspekte von Inklusion wieder, menschlichen Lebens wieder. Das ist also ist wirklich was Kompaktes, was uns alle, glaube ich, auch weitergebracht hat an diesem Wochenende. Und ich fand es auch schön, dass wir hatten ja auch ein paar externe Referenten, die einfach auch die Sicht nochmal ein bisschen verändert haben und uns auch neue Aspekte gezeigt haben von Dingen, die wir eigentlich mit zu unseren Themen gehören, die wir aber vielleicht noch nicht gesehen haben. Und die jetzt einfach mal zu sehen und dann sich auch zu überlegen, wie man das vielleicht ins Programm arbeiten kann, um gemeinsam voranzugehen. Das ist auch, was die Häkel und die QueerCon mir persönlich gebracht hat, weil einfach auch neue Ideen für neues Programm kommen und auch konkrete Kontakte dann vorhanden sind, wo man miteinander sprechen kann, um gemeinsam zu gehen. Mhm. Ja, ich kann das nur bestätigen, ich bin ja auch ein bisschen unglaublich ein paar Sachen angeguckt, das war wirklich durchmischt. Einige Leute, die man dann quer Vortrag getroffen hat, waren hinterher in Hegelkon Vortrag getrunken. Wie viele Leute waren denn ungefähr hier? Habt ihr einen Überblick? Etwas über 100. Ja, das kann man halt schlecht schätzen, wenn man hier unterwegs ist, weil die halt so verstreut sind. Genau. Deswegen dachte ich, vielleicht jemand so einen Überblick habt. Wird es denn eine Nachfolgeveranstaltung? Du sagst gerade, es wird jetzt aufgearbeitet, die Programmanträge mitgenommen, also das Ganze mitgenommen. Habt ihr vor, dann nächstes Jahr oder irgendwann sowas nochmal zu machen? Also jetzt wird Schlüssel in den Kopf. Ich, ja. Also nein, ich glaube, anderer Ort, ähnliches Programm, ja. Nicht so verstreut wie hier in der Neustadt. Es war eine tolle Atmosphäre, weil man hat zwei Tage lang lauter gut gelaunte Piraten gesehen. Man denkt sich hier zwei Tage lang, man ist an einem anderen Planeten, weil überall sieht man tolle, gut gelaunte Leute. Auch anders als auf dem Bundesparteitag. Weil hier haben wir uns einen ganzen Stadtteil angeeignet. So, das ist auch sehr schön. Das hat Spaß gemacht. Beim nächsten Mal sollten wir es kompakter machen, aber ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir es nochmal machen. Dass dann halt die organisatorischen Aufgaben andere Leute erledigen und wir uns dann aufs Programm stürzen. Aber ich bin dafür, weil es hat mir super viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben viele Themen angeschnitten und wir sollten diese Themen weiter nochmal vertiefen. Wir können sogar das gleiche Programm nächstes Jahr nochmal machen. Ja, ist einfach soweit. Viele der Vorträge, es ist ein Jahr dann vielleicht her. Ja, also wir machen es vielleicht nicht im August, sondern lassen uns mehr Zeit. Es sind auch noch Wahlen nächstes Jahr, danach dann. Wir können das gleiche Programm sogar nochmal machen, weil es ergeben sich immer wieder neue Aspekte, nur mit anderen Referenten zum Beispiel und so weiter. Ich glaube, das kann man institutionalisieren in dieser Partei, weil eine Partei, die halt auch gerade Inklusion will, anstrebt. Die sollte sich da auch theoretisch drum kümmern und auch diskutieren, das Ganze. Und nicht nur auf Parteitagen in Anträgen. Das fand ich auch eine Aussage von einem Besucher hier wirklich schön. Der hat gesagt, die Piraten fordern doch auch Volksabstimmung. Und jetzt ist mir erstmal bewusst geworden, dass wir einen Teil des Volkes gar nicht betrachtet haben in unserem Programm. Und dass das eigentlich wirklich eine sträfliche Vernachlässigung ist, zum Beispiel von Gehörlosen, von Blinden, von Menschen mit anderweitigen Behinderungen, dass wir auf die in dem Programm so wenig eingegangen sind. Und dass wir doch eigentlich die Partizipation von allen Menschen, von allen Bürgern wünschen. Und dass erst durch diese Con ist ihnen das bewusst geworden, dass sie selbst auch im Denken gar nicht so weit gegangen sind. Und das fand ich schön, weil ihnen jetzt erst mal Barrieren auffallen, die sie vorher gar nicht gesehen haben. Mhm. Und genauso ging es mir auch, als ich mit dem Thema angefangen habe. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, das war eigentlich genau das Ziel, warum ich versucht habe, hier zu helfen. Einfach, weil es bei so vielen noch nicht vorhanden war.
Und jetzt ist es da und das finde ich richtig toll. Ich bin auch ganz stark dafür, dass ihr das nochmal macht. Will ich mich ja gar nicht rausnehmen, aber ohne mich auf jeden Fall. Ich muss halt auch sagen, was halt so eine traurige Erkenntnis ist, ist, ich habe auch die letzten Monate sehr, sehr viel lernen können. Also ich habe das Gefühl, dass ich jetzt erst richtig sehen kann, weil ich jetzt auch Barrieren sehen kann. Mhm. Und früher war mir das gar nicht bewusst gewesen. Und also ich bin da, habe da sehr viel für mich auch gelernt. Finde es aber, und den Punkt muss man jetzt auch wirklich mal rausgreifen, zum Beispiel Presse. Es hat sich null Presse dafür interessiert und dann merkt man eben auch, welchen Schwerpunkt hat dieses Thema in der Gesellschaft, nämlich gar keinen. Und deswegen ist es auch ein Punkt, dass man sagt, gerade da muss man ansetzen, man muss noch mehr Bewusstsein schaffen, man muss eben irgendwas machen. Ich weiß, es ist dann immer so von wegen, ihr versucht jetzt die Leute auf Krampf und keine Ahnung was, aber wir wollen einfach den Leuten eine Stimme geben und jeder hat eine Stimme und die soll er auch einsetzen können, sei es bei der Wahl, sei es im Job, sei es in der Familie. Es gibt so viele Dinge und von daher finde ich das eine gute Sache. Gut, ich finde, das ist, wenn ich noch was sagen möchte, finde ich es ein Schlusswort. Bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wünsche euch dann jetzt noch einen schönen Ausgang des Tages. Ganz herzlichen Dank.